Ja, liebe Zuschauer, Sie hören es im Hintergrund. Hier ist gerade Feueralarm und wir warten jetzt auf das Ergebnis. Der Feuerwehr, die ist schon da. Wir haben den Eindruck, dass es nicht brennt. Aber wir wissen es natürlich nicht und müssen jetzt einen Augenblick abwarten. So lange wird sich hier alles verzögern. Bleiben Sie einfach dran. Wir werden mit Sicherheit gleich zurückkommen. Der hübsche Mann neben mir und ich. Wir bleiben hier und alles wird gut. Bis gleich.
Radio Frankfurt, die Frankfurter Rundschau und Bernd Reisig präsentieren der Talk zur Oberbürgermeisterwahl 2023 mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Wir heißen Sie herzlich willkommen hier im SAE Mediencampus. Begrüßen Sie nun die Moderatoren des Abends, der Medienmanager Bernd Reisig und Journalist Georg Leppert. Dankeschön. So, also öfter mal was Neues mit Feueralarm. Ja, gab es auch bei keinem OB-Talk bislang, glaube ich. Ja, aber das Gute ist, es hat nicht gebrannt. Gut. So, liebe Leute, also liebes Publikum hier im SAE-Institut, ich setze mich auch mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, am Livestream, herzlich willkommen zu unserer Talkreihe Frankfurt hat die Wahl, Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin 2023. Das ist eine Reihe, das wissen Sie, die Bernd-Reisig-Stiftung und die Frankfurter Rundschau haben sie konzipiert. Wir haben die Reihe gestern mit Uwe Becker begonnen. Wir wollen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt näher bringen. 5. März wird gewählt, 26. März dann aller Wahrscheinlichkeit gleich nochmal. Ja, mein Name ist Georg Leppert, ich bin Redakteur der Frankfurter Rundschau und zwei Plätze neben mir ist Bernd Reisig, Medienmanager, Vorsitzender der Bernd-Reisig-Stiftung und wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Ihnen. Kandidaten vorstellen. Heute haben wir eine besondere Kandidatin, weil das eine Kandidatin ist, die durch eine Internetabstimmung überhaupt erst heute hierher gekommen ist. Sie wissen ja, wir hatten drei Kandidaten gesetzt und haben den Rest offen gelassen. Und da gab es eine Internetabstimmung, die sie mit sehr, 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 sehr großer Mehrheit gewonnen hat. Und deswegen ist das für uns auch etwas Besonderes. Heißen Sie ganz herzlich willkommen mit uns gemeinsam die Kandidaten von Die Partei. Katharina Tansos. Bitte schön. So, bevor wir unser Gespräch beginnen, was muss ich jetzt eigentlich sagen? Muss ich jetzt Katharina sagen? Muss ich Professor Dr. Bembel sagen? Was muss man denn sagen? Also, ich bin Katharina. Okay. Und unsere Kandidatin ist die Frau Professor Dr. Dr. Bembel. Ah, du bist gar nicht die Kandidatin. Nee, ich bin nur der Name auf dem Papier, weil wir leider kein Tongefäß aufstellen durften, offiziell. Aber es ist hier, gell? Aber genau. Aber das Tongefäß ist da. Wir werden das gleich noch vertiefen, aber wir machen am Anfang immer eine TED-Umfrage. Und da geht es jetzt mal darum, wie viele Menschen von denen, die uns zugucken, von denen, die heute Abend hier sind, ihr könnt schon mal euer Handy rauszucken, weil es kommt jetzt gleich ein QR-Code, den könnt ihr abscannen. Das ist dieser hier und wenn ihr diesen QR-Code abscannt, könnt ihr abstimmen, ja, könnte ich mir vorstellen, die Kandidatin, den Bembel, ja, der Bembel ist aber männlich, ne? Und die Kandidatin ist ja weiblich, aber das klären wir gleich alles. Die Bembel. Also ihr könntet die Bembel, ihr könnt mit ja stimmen, ja, könnte ich mir vorstellen zu wählen, nein, Stimme habe ich überhaupt keinen Bock drauf oder vielleicht, das kennt ihr ja noch von früher, als man gefragt hat, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht. Also eine dieser drei Knöpfe könnt ihr jetzt drücken und die Zuschauer draußen auch. Und wir schauen zu Beginn und das machen wir bewusst, weil wir am Ende das Gleiche nochmal fragen werden. Also bleiben Sie auch einfach online, weil Sie können dann am Ende sagen, nee, hat mich überhaupt nicht überzeugt oder jetzt bin ich ganz sicher, die würde ich wählen, den würde ich wählen, wie auch immer. Stimmen Sie jetzt ab und ich sehe, da kommt schon das Ergebnis, uiuiui, hier 58% sagen aktuell, ja, kann ich mir vorstellen, weiß nicht, sind noch ein paar, also da ist auch noch was zu gewinnen und aber auch 20%, 19% sagen, nee, auf 21% mittlerweile, auf keinen Fall. Das wird auf alle Fälle spannend und jetzt geht es halt darum, am Ende des Abends besser dazustehen als jetzt. Gib mir Mühe. Ja, okay. Die Vorschusslorbeeren sind gemacht, das ist schon mal ganz gut. Aber wir wollen Sie ein bisschen kennenlernen. 33 Jahre alt, Hörgeräteakustikerin, mittlerweile aus Frankfurt-Oberrat. Genau. Gut vorher, ist immer, wenn Sie das Mikrofon an den Mund nehmen. Ja, stimmt, aber ich nicke auch. Okay, ja. Weil dafür haben wir extra ein drittes Mikrofon bestellt. Entschuldigung, tut mir leid. Und vorher waren Sie im Kreistag Offenbach.
Genau. Für Rottgau oder? Nee, im Kreis. Okay. Also ich war Kreistagsdelegierte für die Aber Partei. Aber Sie kamen aus Rottgau? Genau. Okay, genau. Ja. Und haben da, waren in der Fraktionsgemeinschaft mit der Linken? Richtig. Okay. Wie wird man Professor Dr. Bembel? Oder seine Sprecherin? Ich wurde gewählt. Von wem? Von unserem Kreisverband. Okay, gab es Gegenkandidaten? Ja, tatsächlich. Der Herr Feldmann hat verloren. Mhm. Ich habe gewonnen, richtig. Ja. Also Glückwunsch. Dankeschön. Okay, jetzt ist es aber so, ich meine, wenn Herr Feldmann, jetzt haben wir wieder das Problem des Feueralarms. Jetzt sind Sie live dabei. Ja. Wir haben wieder einen Feueralarm. Die Feuerwehr ist auch noch draußen. Ja. Das ist jetzt kein allzu gutes Zeichen, dass er das zweite Mal kommt, weil das könnte vielleicht dann doch bedeuten, dass es irgendwo in diesem großen, hohen Haus doch irgendwie eine Brandstelle gibt. Oder dass irgendjemand, der die Partei und Professor Dr. Bembel nicht mag, sich permanent unter einen Feuermelder stellt und eine Zigarette raucht. Das hört sich sehr, sehr gut an. Zigarette raucht. Also jetzt haben wir wieder Ruhe. Jetzt hört endlich hier auf zu rauchen, echt. Aber was merken Sie daran? Wir sind live. So, gut. Wo waren wir schon? Okay. Wenn jetzt der Herr Feldmann gewonnen hätte, das wäre ja dann wieder ein Mann gewesen. Jetzt ist es so, die Partei ist ja Satirepartei, die Partei ist ja politisch im Spektrum links emanzipiert, aber ich rede jetzt weiter, aber im Stadtparlament eine Menge Männer aufgestellt. Ist es deshalb wichtig, dass Professor Dr. Bembel von einer Frau vertreten ist? Ich glaube, es ist nicht wichtig, von wem Frau Professor Dr. Bembel vertreten wird, also ob es jetzt männlich oder weiblich ist. Ja. Ich meine, wir haben eine ähnliche Frauenquote wie die CDU. Okay, ja. Aber da seid ihr nicht stolz drauf. Bitte? Da seid ihr ja nicht stolz drauf. Nee. Ja. Also wir haben genug aktive Frauen. Es will halt nicht immer ständig eine Frau im Mittelpunkt stehen. Ich habe ja gesagt, klar. Das ist ja das, was die Union auch behauptet, dass es genug Frauen gibt, aber die sollen nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, das ist halt die Union. Ne? Also. Ja. Aber hört sich ja nach gleicher Argumentation an. Wir haben genug Frauen, aber die müssen nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, aber wie gesagt, das ist die Union. Wir müssen nicht immer alles glauben, was die uns erzählen. Okay, ich höre im Hintergrund schon wieder den Feueralarm. Lass uns weitermachen, damit wir durchkommen. Ne? Ja, ne? Genau. Das ist okay. Es gibt ja nachher auch noch ein wichtigeres Ereignis, auf das wir noch später kommen sollten. Oh. Ja. Dann. Fußball, das ist so, weißt du, da ist so ein Ball in der Mitte und 22 Leute versuchen da irgendwie, aber das erkläre ich dir später. Interessiert mich nicht für, komm. Ja, erkläre ich dir später. Danke. Ja, wir haben unser Gespräch starten wir immer mit einem unterhaltsamen Teil, wobei das hier gar nicht zutreffend ist, weil ich fand es bis jetzt schon relativ unterhaltsam. Aber wir stellen Ihnen mal Entweder-Oder-Fragen. Und wie der Name schon sagt, auf die Entweder-Oder-Frage kann man nur mit Entweder-Oder antworten. Okay. Gestern hatten wir einen Kandidaten da, der meinte dann bei der letzten Frage eine andere Antwort anzugeben, aber das ist bei Entweder-Oder-Fragen relativ albern. Hast du ihn durchgehen lassen, gell? Relativ albern, ja. Ich war gestern zu milde, das habe ich mir aber für heute vorgenommen, nicht so zu sein. Also fangen wir mal an mit den Entweder-Oder-Fragen. So, hier haben wir die erste. Gut. Süßes oder salziges Popcorn? Auf jeden Fall süß. Viel Geld oder viel Freizeit? Freizeit. Oper oder Musical? Oh. Ich glaube, Musical ist an sich ein bisschen lustiger. Okay. South Park oder Simpsons? Sie stellen die ganz harten Fragen hier. Absolut. Haben wir wochenlang dran gearbeitet. Aha. Ja, dann nehme ich die Simpsons. Sommer oder Winter? Auf jeden Fall Sommer. Haus oder Wohnung? Man muss ehrlich sein. Ja. Wohnung. Ich hatte zwar darum gebeten, dass man ehrlich ist, aber gut. Ordnung oder Chaos? Oh, kommt jetzt wieder drauf an, wo, ne? Wir nehmen das Chaos. Sparen oder Geld ausgeben? Hui. Ich darf nicht erklären, ich muss nur antworten. Ne? Richtig. Dann gebe ich lieber Geld aus. Polizeisirene oder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ich
ich nehme den Untergang. Laut oder leise? Immer laut. Sehr gut, vielen Dank. Das war schon mal relativ aufschlussreich. Und echt? Ja. Und Georg hat auch einen Mörder-Gag gemacht, den keiner verstanden hat, weil es ist keine Polizeisirene, sondern eine Feuerwehrsirene. Aber das der Gag war brutal das gut. Das hätte ich noch ergänzt, wenn du mich nicht so scharf angeguckt hättest. Ah, okay, gut. Der Gag war ein Brüller. Also. Ich spreche mit dem besten Talkmaster Frankfurt zusammen. Dankeschön. Bevor wir zu den ganz wesentlichen Fragen kommen, was hat das hier mit den Gummibärchen, die mir, nee, kein Haribo Erdbeeren. Ja. Ist das ein Geschenk für mich? Oder ja, das ist da, hast du auch eins gekriegt? Ja, hier selbstverständlich. Bei, ja? Ist für haben wir beide einen, oder? Ja, wir müssen uns das nicht teilen, da hätte ich auch Angst bei dir. Ja, da wird auch nicht viel übrig bleiben. Und ist das jetzt fürs Mitnehmen oder darf ich das jetzt hier essen? Oder ja, das ist für euch, das ist Valentinstag. Ich habe hier einmal cool, Herzen. Danke. Das ist sehr und herzlich. Und Sticherpaket, ganz wichtig. Ja. Okay, jetzt bin ich auch bereit, 3 kritische Fragen rauszustreichen. Ja. So, wir haben jetzt als erstes einen Überraschungsgast. Der ist uns aus Nürnberg zugeschaltet und ich hoffe, dass die Leitung steht. Mit der Technik haben wir ja heute, da ist er ja. Aha. Herzlich willkommen, das ist nämlich der wahre Professor Dr. Dr. Bembel. Das ist Martin Heil, der Verbandsvorsitzende der Apfelweinwirtschaft in Hessen. Martin, hörst du uns? Ja, ich höre euch gut. Wir hören dich auch. Martin, wir haben hier ein bisschen Probleme, weil hier seit einer Viertelstunde permanent der Feueralarm losgeht. Sollte es jetzt wieder piepsen, einfach lauter reden. Ja, wir freuen uns, dass du da bist und ich habe es eben schon mal gesagt, du bist ja der eigentliche Professor Dr. Bembel, weil du vertrittst unseren guten Apfelwein und damit natürlich auch den Bembel nicht nur in Hessen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Hast unter anderem dafür gesorgt, dass wir uns weiter Apfelwein nennen dürfen. Da gab es ja vor 2 Jahren eine brutale Attacke aus Brüssel und das hast du mit deinem Verband gemacht. Wie siehst du die Kandidatin, die wir hier haben, die in Frankfurt antritt, als Bembel? Ist das hilfreich für die Apfelweinwirtschaft? Es kommt natürlich aufs Programm drauf an, was sie für die Apfelweinwirtschaft machen soll. Bembel ist ja erstmal hohl innen drin, der muss ja gefüllt werden und mit Wasser gefüllt wird, ist spannend. Apfelwein. Genau. Auch hier gilt wieder dieses Mikrofon, das hilft immer, weil wir hören das noch, aber die Leute draußen hören gar nichts von Ihnen. Die sehen einfach nur, dass da eine nette Frau sitzt, die ihren Mund bewegt. Ja? Also sie hat Apfelwein gesagt, reicht dir das für so eine politische Kandidatur? Reicht dir? Oder sagst du als Chef der Apfelweinwirtschaft, eigentlich ist es schon ganz gut, wenn wir mal jemand auch im Parlament sitzen hätten, der unsere Interessen mehr vertreten würde? Also das fände man natürlich super und der Apfelwein, der kommt ja nun mal nicht von selbst in den Bembel rein, sondern in jedem Tropfen steckt echt viel Arbeit und da tun sich meine Kollegen in Hessen, da gibt es immerhin über 30 Kältereien und dann um die 100 Apfelweingaststätten in Frankfurt, die mühen sich da schon sehr viel für, dass da gute Qualitäten reinkommt und das ist auch viel Arbeit und in den Zeiten jetzt nicht so ganz einfach. Und klar, wenn wir da ein besseres Stellenwert bekommen, warum nicht? Jeder schmückt sich gern mit dem Thema Apfelwein, aber manchmal muss man auch was dafür tun. Ist das ein Auftrag für Sie als Kandidatin? Ist ja relativ wahrscheinlich, dass Sie Oberbürgermeisterin werden. Ist das ein Auftrag, wo Sie sagen, den nehme ich jetzt gleich mal an und da sage ich den Wählern, die mich wählen, ich werde mich für den Apfelwein einsetzen bis nach Europa hin? Auf jeden Fall. Also wenn ich Oberbürgermeisterin von Frankfurt werde, also als Pressesprecherin von der Frau Professor Dr. Dr. Bembel, werde ich mich dafür einsetzen, dass der Bembel immer gut gefüllt ist. Mit Apfelwein. Mit Apfelwein. Okay. Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwelche Versprechungen, die Sie uns heute machen können, dass zum Beispiel die Mainova verpflichtet wird, dass der Apfelwein direkt aus der Leitung kommt oder sonst irgendwas in Ihrem Wahlprogramm drinstehend? Also wenn Sie möchten, verspreche ich Ihnen das, ja. Bei Ihnen gilt so das Motto, ich verspreche alles und alles, egal was. Alles, was sein muss. Ja. Alles, was sein muss. Fast. Da kann der Wähler sich jetzt im Prinzip so sein Wunschkonzert zusammenstellen und kann mal schauen. Martin, bevor wir die Schalte hier beenden, noch ein Satz zum Schluss. Ist es so, das ist ja jetzt auch ein bisschen lustig, ist von der Satirepartei, siehst du das völlig cool und sagst, lasse machen,
Hilft euch das oder ist das eher so, dass du sagst, mir ist das zu albern? Naja, also das sind so zwei Herzen. Natürlich lachen wir auch gerne und sind gerne mal albern. Auf der anderen Seite benötigen wir natürlich seriöse Politik. So notwendig wie jetzt, weiß ich schon lange nicht. Wir haben wirklich mannigfaltige Probleme in ja, Energiegeschichte, Arbeitskräfte und so weiter. Und einfach Versprechungen, der Bimmel wird immer voll sein, löst sich das leider nicht. Also an den neuen Oberbürgermeister, egal wer es wird, ich kann nur hoffen, er hat den Apfelwein wirklich im Herzen und nicht nur im Wahlprogramm. Und die Kellereien ja, wären sehr dankbar dafür, dass da auch was getan wird. Martin, vielen Dank nach Nürnberg. Vielen Dank, dass du bereit warst, dich hier zuschalten zu lassen. Mit dem Apfelwein im Herzen müssen wir noch reden, weil mein Internist, der würde mir, glaube ich, sagen, dass das nicht gesund ist. Aber das klären wir mal irgendwann wieder bei einem Apfelwein im Solse oder wo auch immer. Vielen Dank, dass du bereit warst. Schöne Grüße nach Nürnberg. Danke, tschüss. Dankeschön. So. Jetzt hast du aber nachgelegt mit den Mörder-Gags. Apfelwein im Herzen. Ja, ne? Gut, ja. Bei mir kommen sie aber auch, du. Okay. Ja, ich bereite sie natürlich auch vor. Da ist natürlich nichts Spontanes dabei. Ja. Okay, ja. Okay, dann bin ich jetzt für den langweiligen Teil zuständig, zumindest zum Anfang, über die politische Diskussion, also Haltung annehmen. Die Partei, das ist eine Satirepartei. Es gibt Menschen, die kennen die genaue Abkürzung. Es hat irgendwas auch mit Tierschutz zu tun, zumindest das T steht dafür. Wieso ist es in der Kommunalpolitik wichtig, eine Satirepartei zu haben? Gute Frage. Ich finde es einfach generell wichtig, dass wir Satire überall haben. Weil Satire ist ein wunderschönes Instrument, einfach um aufzuzeigen, was irgendwo nicht richtig funktioniert. Und ich meine, wie besser mit Überspitzen und Provozieren. Also ich meine, es ändert sich nicht viel, wenn man immer nur mitläuft und nicht wirklich widerspricht. Gibt es denn Grenzen für Sie? Also es gab, Sie sind jetzt nicht im Frankfurter Stadtparlament, kommen wir vielleicht nochmal zu, aber da gab es auch mal einen Antrag, da haben vor lauter Angewidertsein 90% des Stadtparlaments den Saal verlassen, während ein prominentes Mitglied der Partei den sprach. Ist das alles für Sie im Bereich des Spaßigen oder wo hört es für Sie auf? Also Satire darf sehr viel. Und ich bin, glaube ich, nicht die Richtige zu sagen, wann es aufhört und wo nicht. Na, aber wenn 90% gegangen sind, dann war es auf jeden Fall richtig. Also das ist... Dann war das einfach genau der richtige Antrag oder genau die richtige Rede. Also Satire soll ja nicht immer nur wohlgefallen und sondern ja. In dem Fall halt provozieren. Es ging richtig, da um kostenlose Hygieneartikel. Da waren einige Formulierungen in dem Antrag, die für Aufregung sorgten und das hat dann auch provoziert. Haben Sie einen Bembel als Kandidatin. Da frage ich mich, was kann da mehr im Wahlprogramm stimmen als Saufen? Ja gut, also klar, es ist jetzt ein Bembel, ne? Und da kommt jetzt erstmal Apfelwein rein und da denken wir alle erstmal ans Saufen. Das ist richtig, aber der Bembel ist ja, also es ging darum, der Bembel ist ja, das sind wir alle. Wie? Ne? Also es ging ja darum, dass das jeder den Bürgermeister machen kann. Jetzt mal ganz ohne Scherz. Man braucht keine großen Anforderungen zu erfüllen, um Oberbürgermeister zu werden. Ja, so. Aber was ist das denn für ein Satz? Soll der da morgen in der Zeitung stehen, der Bembel sind wir alle? Ja klar, jeder könnte hier vorne sitzen und als Oberbürgermeister kandidieren. Ich muss nicht überstudiert sein oder irgendwie superkandidelt. Ich kann mich irgendwo aufstellen lassen. Finden Sie das gut oder schlecht? Natürlich ist das gut. Dass jeder kandidieren kann. Also Sie würden jetzt keinen IQ-Test für Kandidaten vorschlagen? Auf gar keinen Fall. Okay. Also der IQ sagt nichts über die Intelligenz. Würden Sie denn sagen, dass Sie Qualifikationen haben, um Oberbürgermeisterin zu werden? Auf jeden Fall. Welche? Alle. Okay. Also, ich kann ein bisschen selber denken. Ich bin aber auch nicht zu fein, um mir irgendwie Hilfe zu holen. Und ich glaube einfach, also wie gesagt, wenn man ein bisschen selber nachdenken kann und das Herz ein bisschen am rechten Fleck hat und vielleicht
die ganze Sache auch ein bisschen mit Humor sehen kann, dann ist man schon kein schlechter Kandidat irgendwie. Also. Ja, und kommunikativ, das ist ja auch. Das ist vielleicht auch nicht ganz wichtig. Also ich meine, wie ist es denn? Ich meine, ich habe das jetzt soweit verstanden. Sie wollten darlegen, dass jeder OB werden kann, also auch ein Bembel. Mhm. Es gab dann irgendwie auch ein Interview, jeder Bembel hat mehr Chancen als die Loser von der SPD oder sowas in die Richtung. Aber irgendwer muss da auf die Idee gekommen sein, dass es diese Kunstfigur braucht, Professor Dr. Bembel. Sie hätten auch einen Bierkrug nehmen können, oder? Ja, aber doch nicht in Frankfurt. Okay. Also, ja, gut, also der Bembel ist doch in Frankfurt zu Hause und in der Wirtschaft daheim. Ne? Also. Die Leute von Binding hätten es wahrscheinlich gefreut, oder? Ja, die kriegen wir schon anders irgendwie gerettet. Aber jetzt nicht mit einem Bierkrug zur Oberbürgermeisterwahl. Also das wäre absurd, tut mir leid. Das wäre absurd, ja. Okay. Für die Zuschauer, die jetzt später zugeschaltet haben und dieses wunderbare Geräusch hören, wir sind im dritten Feueralarm. Wir haben seit einer halben Stunde regelmäßig Feueralarm. Bis jetzt wurde uns mitgeteilt, dass es nicht brennt. Die Feuerwehr ist im Haus, es besteht keinerlei Gefahr. Wir versuchen das immer elegant zu überspielen. Lass uns noch mal über Provokation reden, weil das finde ich prinzipiell ein interessantes Thema. Ja, Satire darf provozieren, aber ist Provokation nicht die billigste und einfachste Form? Weil provozieren ist so einfach, da musst du dich noch nicht mal hinsetzen und den guten Gag ausdenken, sondern du musst einfach nur provozieren. Ist dir das nicht ein Stück zu billig, also als Anspruch? Ja, das unterscheidet ja die Satire vom einfach nur provozieren. Also Satire ist ja auch schon ein bisschen klug. Also da hat sich eigentlich jemand hingesetzt und ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, weil du ja und eben gesagt hast, wenn 90% gehen, wäre das schon ein Ergebnis. Das ist ja keine Kunst, dass 90%, würden mir 100 Sachen einfallen, wo ich 90% der Leute verärgern könnte, aber das ist doch keine Qualität. Ja, aber darum ging es ja in diesem Antrag jetzt nicht, einfach nur die Leute anzuekeln. Ja. Also ich Sondern? Kann mich jetzt auch hier hinstellen und kann einfach die ganze Zeit Pipi, Kaka, Fiki sagen. Ne? Aber dann, sie hat gerade Pipi, Kaka, Ficki gesagt, weil sie ihr Mikrofon zugehalten hat. Danke, ja, dass du es wiederholt hast. Ja. Ja, aber das macht ja so auch keinen Sinn. Dann weiß ja auch keiner, weshalb ich jetzt provoziert habe. Und es ist ja auch, man hat ja auch immer so ein bisschen Anspruch an sich. Und ich meine, wir von der Partei, wir liefern ja seriöse Politik. Ne? Und deshalb. Aber wie kam es denn zum Beispiel, du hast ja im Kreistag dich dann mit der Linken zusammengetan, die in der Tat dann sehr seriöse Politik machen wollten, wahrscheinlich für Armutsbetroffene, für benachteiligte Menschen. Stört dann eine Satirikerin? Nee, gar nicht. Sonst hätten die mich wahrscheinlich nicht gefragt, ob ich mitmache. Ich meine, man kann ja Realpolitik betreiben, aber eben unter dem Deckmantel der Satire. Also okay. Ich meine, den Antrag, den du gerade nanntest, das war ja das mit den Menstruationsartikeln. Genau, das war ja in Frankfurt. Es ist ja ein wichtiges Thema, aber es ist halt, es ist sozusagen Realpolitik, aber eben einfach überspitzt dargestellt. Und das kann man halt eben auch im Kreistag machen oder in irgendwelchen Stadträten. Aber nehmen wir mal ein Thema, was zum Beispiel jetzt die Linken sehr in ihrer Agenda vor sich hertragen. Das ist Armut, das ist das, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen zurückgelassen werden. Das ist ja dann trotzdem ein sehr wichtiges Thema, wenn wir uns zum Beispiel über das Bahnhofsviertel unterhalten. Spielt das ja eine ganz große Rolle. Ist das dann etwas, wo du auch satirisch rangehst, trotzdem mit dem Wissen, dass es da Leute gibt, denen es richtig dreckig geht, also denen es sehr, sehr dreckig geht, die teilweise sogar da sterben? Also gerade das Bahnhofsviertel ist tatsächlich ein Thema, was mich, mich persönlich ein bisschen bewegt. Aber also selbst an solche Themen kann man natürlich mit einem satirischen Ansatz rangehen. Wie sieht der aus? Naja, also ich darf frei reden, ja? Absolut. Okay. Und also, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass du dein Mikrofon immer an den Mund hältst. Habe ich, oder? Ja. Okay, also wie gesagt, gerade das Thema Bahnhofsviertel ist für mich so wichtig, weil ich finde es ganz eklig, wie in der Presse ganz oft darüber gesprochen wird, weil das sind, also wie die Menschen dort dargestellt werden, die für Frankfurt ein Problem sind. Das sind keine Probleme, das sind Menschen mit Problemen. Und da gibt es einfach nicht genug
Anlaufstationen, um diesen Menschen zu helfen. Da muss einfach mehr gemacht werden. Ja, also es geht nicht einfach nur darum, das Viertel irgendwie sauber zu halten, sondern eben darum, diesen Menschen zu helfen, die halt eben dort stranden. Also das ist irgendwie so ein bisschen das, was Frankfurt eben ausgespuckt hat. Und dagegen, was heißt dagegen, muss man was tun? Man muss diesen Menschen eben einfach helfen, damit sie eben nicht dort auf der Straße liegen und verrecken. Und das könnte man zum Beispiel lösen. Also ich bin für mehr Drogencafés zum Beispiel. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein Ansatz wäre jetzt zum Beispiel, man könnte die ganzen Bankengebäude nehmen. Ich meine Finanzwirtschaft, ne? Das ist ein absteigender Ast. Die ganzen Büros stehen leer. Kann man auch alle voll machen mit irgendwie Drogencafés oder so. Ne? Also das ist quasi in deinem Wahlprogramm mehr Drogencafés und die Banken zumindest schließen oder die bereits geschlossen sind? Oder möchtest du jetzt auch Banken schließen, um da Drogencafés reinzubauen? Da steht ja gerade viel leer, ist ja auch viel so. Also dir geht es um Leerstand. Ich habe nur journalistisch sauber nachgefragt. Nee, alles gut. Aber nochmal zurück, also wenn ich dich richtig verstehe, das Thema Bahnhofsviertel hat ja so ziemlich jeder auf der Agenda, der kandidiert. Und was dich stört, ist, dass nicht die Menschen im Mittelpunkt stehen, richtig? Dass es den Kandidaten nicht darum geht, dass es den Menschen besser geht, sondern dass die Zustände, das heißt ja immer die Zustände im Bahnhofsviertel sind, nicht mehr zu ertragen. Das ist der falsche Ansatz, sagst du, richtig? Ich finde es einfach widerlich, wie über diese Menschen gesprochen wird, die eben unangenehm auffallen. Wie wird denn über sie gesprochen? Ja, das sind Drogenabhängige, das sind Verbrecher, das ist Abschaum, der da irgendwie rumliegt und Leute. Ja, aber keiner hat das Wort Abschaum in den Mund genommen und drogenabhängig sind sie ja. Hat keiner gesagt, aber. Okay. Wir reden ja über Drogenabhängige, wir reden über kranke Menschen. Wir reden auch über Verbrecher, also die gibt es auch. Die gibt es auch. Aber letztlich, was stört dich daran, wenn man sagt, das Problem im Bahnhofsviertel ist, dass sehr viele Drogenabhängige auf der Straße sitzen und die Einrichtungen sie im Moment nicht immer aufnehmen können? Es gibt einfach zu wenig Angebote oder eben nicht angepasste Angebote. Ne? Also man muss, der Ansatz, finde ich, ist, wir helfen den Menschen und nicht bringen die einfach nur irgendwie aus dem Bahnhofsviertel raus. Also, wie soll man das denn sonst anders machen? Also klar, ich kann sie rauskehren irgendwie. Und weißt du, was mich wundert? Das sind doch alles super kluge Gedanken. Gehen die nicht ein bisschen unter, wenn man hier den Typen da hat? Nee. Nee? Ja, wie gesagt, Frau Professor Dr. Bembel sind wir alle. Und das ist wahrscheinlich ein Gedanke, der nicht nur mir mal durch den Kopf gegangen ist. Ne? Also ich finde ja diesen Ansatz ähnlich wie Georg. Ich finde den total klug und ich weiß nicht, ob du es weißt, ich engagiere mich ja in dem Bereich auch sehr stark mit meiner Stiftung. Und ich habe immer gesagt, unser Problem in Frankfurt sind nicht die Armen, sondern die Armut. Und wir müssen die Armut bekämpfen und nicht die Armen. Wobei ich persönlich noch viel weiter gehe, weil ich finde, in der ganzen Diskussion Bahnhofsviertel, in der ganzen Diskussion Armut und Elend in Frankfurt beschäftigen wir uns immer nur mit dem Verwalten der vorhandenen Armut. Ich würde mir gerne wünschen, dass die Politik mal die Kraft aufbringt, darüber nachzudenken, wie wir den Armut und Elend auch beenden, ist vielleicht schon zu viel, aber zumindest mal minimieren könnten. Da gibt es im Moment von niemandem in dieser Stadt irgendeinen Ansatz, der sich mal damit beschäftigt, warum verwalten wir eigentlich das Vorhandene und geben uns da so gottgegeben mit, finden uns da gottgegeben mit ab, dass es so ist? Warum entwickeln wir eigentlich keine Ideen mit den Betroffenen zusammen, keine Ideen, dass wir deren Lebenssituation nachhaltig verbessern, dass wir eben nicht nur über eine neue Drückerstube reden, wo sie sich dann halt, sagen wir mal, in einer besseren Atmosphäre in Schuss setzen können, sondern ernsthaft drüber reden, haben wir eine Möglichkeit, mit ihnen gemeinsam, nicht gegen sie, mit ihnen gemeinsam, ihnen zu helfen, von ihrer Drogenabhängigkeit wegzukommen. Drückerstube muss ja nicht heißen, okay, ihr dürft hierher kommen, kriegt sauberes Besteck und dann dürft ihr euch den Schuss setzen oder so. Es kann ja auch einfach heißen, also was heißt einfach, aber hier kriegt ihr Hilfe. Ja, ne? Aber also, die Realität ist ja eine andere. Wir müssen uns ja ehrlich machen. Also ich
gehe in Drückerstuben, ich gucke mir das an, ich unterhalte mich mit den Leuten dort und ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile eine sehr starke verwaltende Tätigkeit ist. Das meine ich auch gar nicht abwertend für die Leute, die da arbeiten. Die da arbeiten, machen sensationelle Arbeit und da kann man nur den Hut davor ziehen. Aber weil wir eben auch in der Masse so viele Probleme haben, geht es am Ende leider fast nur noch darum, das saubere Besteck, den Schuss und wieder raus, ja, weil die Nächsten stehen schon vor der Tür. Ist das Drogenpolitik, mit der wir in Frankfurt vorankommen? Nö. So, und da würde ich gerne wissen, wo ist der Ansatz von Professor Dr. Bembel, wo ist der Ansatz von Katharina, um zu sagen, weil ich spüre ja, dass dir das auch eine Herzensangelegenheit ist und das freut mich auch. Wo ist der Ansatz, wie können wir das besser machen? Ja, also wie gesagt, meine Idee wäre es jetzt, ne? Also ich kann nicht hingehen und kann von jetzt auf gleich irgendwas ändern, selbst wenn Frau Professor Dr. Dr. Bembel jetzt Oberbürgermeister werden sollte, ne? Also ich kann nicht schnippen und sagen, alles klar, hier wird jetzt irgendwie geholfen. Aber die Idee wäre doch, wie gesagt, einfach, dass wir dann nicht nur dieses Ding haben, okay, ihr könnt hier reinkommen und konsumieren, sondern ihr könnt hier reinkommen und könnt euch Hilfe holen. Dann brauchen wir vielleicht mehr Sozialarbeiter. Eben, siehst du denn, dass es an Grenzen stößt? Weil ich meine, die Forderung zu erheben, in einem Wahlprogramm von einer Satirepartei die leerstehenden Bankengebäude zu nutzen, die ist cool. Die ist aber, stößt an, schnell an juristische Grenzen. Und dann ist einfach die Frage, dir fehlt es an Personal, dir fehlt es an Räumen, dir fehlt es vor allen Dingen an Geld. Wo ist dein erster Ansatz? Ja, das ist ja dann etwas, was wir versuchen müssen zu beschaffen. Also man macht ja auch gar nichts alleine als Oberbürgermeister. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und kann sagen, alles klar, dein Büro wird jetzt in Drückerstube oder so. Ne? Es muss dann einfach ein Gremium geben oder ich brauche Leute, die das prüfen können. Dann muss vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen werden. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld man jetzt für alles hat. Aber das ist dann einfach etwas, was man in die Hand nehmen könnte. Ne? Also wenn das vielleicht wirklich eine Herzensangelegenheit von nicht nur jetzt einem Oberbürgermeister ist, sondern eben auch von anderen Menschen, dann könnte man da durchaus was machen. Man muss halt gucken, wo kommt das Geld her und das Personal, selbstverständlich. Aber das ist ja auch nichts, was von jetzt auf heute passiert. Ne? Also das sind Dinge, die eben geprüft werden müssen. Gut, anderes Thema. Die Partei, deine Partei, hat sich vor kurzem an die Messe gewandt und hat mit Nachdruck gefordert, dass rechte Verlage zukünftig nicht mehr zur Buchmesse zugelassen wird. Ist das Satire, ist das Toleranz oder ist das Ignoranz? Irgendwie gar nichts von alledem. Also, ich meine, warum sollten rechte Verlage bei uns auf die Buchmesse dürfen? Weil wir ein Land sind, in dem es die freie Meinungsäußerung gibt und in dem Augenblick, wo jemand rechtsradikales Gedankengut gibt, gibt es klare Regeln und Gesetze in unserem Land und in dem Augenblick schreitet dann auch der Staat hoffentlich ein. Und das wäre dann ein Fall, wo man sagt, die gehören nicht auf die Buchmesse. Aber wenn da ein Buch ist, was ich auch nicht teile, wo ich auch sage, das würde ich mit den Fingern noch nicht mal anfassen, ist das trotzdem nicht unter der Rubrik Meinungsfreiheit abgedeckt? Ja, ich denke schon. Aber ich meine, es gibt immer noch die Buchmesse in Leipzig. Da können diese Leute auch hin. Und also, es ist, und ich meine, also gut, hat da nicht wir sind, glaube ich, Vermieter der Hallen. Das heißt, wir haben, glaube ich, das Recht zu sagen, wir wollen diese Leute nicht haben. Und ich finde schon, dass wir vielleicht dahingehend irgendwie ein Statement auch setzen können. Also da geht es nicht nur um Meinungsfreiheit. Das ist einfach, wir verhindern, dass ich will das mal ganz praktisch machen, weil die Diskussion gefällt mir wahnsinnig gut. Wer ist denn wir? Mit wir meinst du die Stadt? Ja. So, ja. Und weil wir sind ja nur an der Messe beteiligt, sie gehört uns ja nicht alleine, Land Hessen ist noch dabei. So, dann muss ja trotzdem irgendeine Gesinnungspolizei innerhalb der Messe oder wo auch immer sitzen, die jeden Verlag prüft, die jeden Konzertveranstalter prüft, die jede Band prüft, die jede Liedtexte durchliest. Wer macht das denn am Ende? Gibt es dann da ein Gremium, wo das alles vorgelegt wird? Wie läuft das denn praktisch in eurer Welt, dieser Welt der Verbote?
es gibt keine Welt der Verbote, aber... Ich will es einfach nur mal wissen, wie man das praktisch umsetzt. Ich stelle mir gerade eine Gesellschaft vor, wo in der Messe wer auch immer sitzt und einen Daumen hoch macht und einen Daumen runter macht. Und dann muss es halt irgendwelche Leute geben, die das prüfen. Praktikanten zum Beispiel. Praktikanten prüfen, ja, wer zukünftig in der Messe auftreten darf, wer zukünftig Verlage machen darf. Und das passt so in dein Weltbild, was du sonst von dir gibst? Nee. Ich merke es auch gerade. Na, du drehst mir das Ganze irgendwie so ein bisschen um. Überhaupt nicht. Du kannst sagen, schon. Was du willst. Also, ich lasse dich jetzt 3 Minuten zu dem Thema reden, ohne dass ich dich unterbreche. Fang also, an. Die 3 Minuten kriege ich wahrscheinlich nicht so ganz hin. Aber ich meine, es ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu prüfen, wen man da zulässt. Also überall kriegen die Leute ständig irgendwie raus, dass irgendwas mit irgendjemandem nicht so ganz richtig ist. Wie gesagt, Praktikanten über Facebook zum Beispiel. Kann man machen. Und also... Hast noch 2 Minuten. Ja, ich weiß. Ich sage ja auch, ich kriege die 3 Minuten nicht ganz gefüllt. Also da habe ich jetzt auch noch keine richtige Idee. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht so weit. Ne? Aber es ist nicht schwer rauszufinden, wer eben nicht ganz... oder wer eben rechtes Gedankengut verbreitet. Das kann man doch lesen. Gut, oder es gibt, hören. Es gibt Verlage, die sind im rechten Spektrum beheimatet. Es gibt Autoren, die haben Bücher, haben Artikel geschrieben, bei denen man klar sagen kann, das geht in die rassistische, es geht in die antisemitische Ecke. Was man natürlich dabei immer haben wird, sind brutale Grenzfälle. Was mich natürlich wundert ist, oder nicht wundert, sondern was ich hinterfragen würde, ist, von wie vielen Leuten reden wir da eigentlich? Und welche Aufmerksamkeit bekommt man dadurch? Also es war ja auch im letzten Stadtparlament-Thema, da gab es ein Riesengeschrei und alle waren danach beleidigt, alles okay. Nur dahinter stand ja so die Idee, wir haben da 3, 4 Verlage in der Halle so und so, ziemlich weit hinten, und um die dreht sich eine Debatte, die es sonst nie gegeben hätte. Das war nochmal die Frage, Entschuldigung. Die Frage ist, ob du nicht letztlich diese Aufmerksamkeit durch die Anträge, durch das Vorgehen extrem beförderst. Von irgendwelchen Verlagen, die sonst nie eine Rolle gespielt hätten. Ja, solange es im Stadtparlament bleibt. Also. Nee. Meinst du, es interessiert gar nicht, was im Stadtparlament gesprochen wird? Da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Aber mich interessiert es, ich will es jetzt auch gerne wie Kaugummi in die Länge ziehen. Für mich ist das immer ein Thema. Würdest du dir als Person, als Katharina, zutrauen, darüber zu entscheiden, was richtig und falsch ist, was politisch angenehm ist und was man politisch nicht will. Würdest du dir zutrauen, über all diese Fragen zu entscheiden? Ja, politisch angenehm ist ja etwas anderes als rechts und links. Dann müssen wir jetzt mal definieren. Also wenn wir über rechte Verlage reden, wenn es um rechtsradikale, um faschistische Verlage geht, ja, da gibt es ein klares Grundgesetz, da gibt es klare Regeln in unserem Land, und diese Verlage werden ja dann auch hoffentlich, wenn es zu einer Anklage kommt, verboten, und da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber wenn jemand politisch weit von meiner Meinung entfernt ist und meint, darüber ein Buch schreiben zu müssen, und das bewegt sich auf dem Rahmen unseres Grundgesetzes, unserer freiheitlichen Ordnung, dann finde ich, hat das eine Demokratie auszuhalten, dass der sein Buch veröffentlicht. Wer es dann kauft, ist selber blöde, ich würde es nicht kaufen, aber ich finde, das haben wir auszuhalten. Und ich finde, gerade bei einer Partei wie die Partei, so ist für mich Toleranz ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und ihr verlangt das ja auch und ihr lebt das ja auch ein Stück weit vor. Und ich wüsste jetzt in der Praxis nicht, ich würde mir niemals anmaßen, darüber zu entscheiden, wer in der Messe singen darf und wer in der Messe ein Buch vorlegen darf. Niemals. Ja. Also ich finde, wie gesagt, es geht nicht um politisch unbequem oder so, sondern es geht einfach darum, dass wir hier keine menschenverachtenden oder... ja, einfach nichts Menschenverachtendes in der Stadt Frankfurt haben wollen. Wie gesagt, dann sollen sie auf irgendeine andere Messe gehen oder so. Ich sage auch nicht, sie sollen ihr Buch nicht veröffentlichen.
sondern einfach nur, wir wollen das hier in Frankfurt nicht sehen. Dafür sind wir auch einfach nicht die richtige Stadt. Okay, dann mache ich mal eine ganz konkrete Frage. Ich weiß nicht, wie sehr du im Fußball bewandert bist. Vor einem Jahr hat der Torwarttrainer von Hertha BSC in irgendeinem Interview, wo er gefragt worden ist, den Satz gesagt, er könne mit Schwulen nichts anfangen. So. Daraufhin wurde er entlassen von Hertha BSC. Es gab einen riesen Shitstorm. Und dann hat mich eine Zeitung gefragt und hat gesagt, was ich eigentlich als schwuler Mann und ehemaliger Fußballfunktionär dazu sage. Und ich habe gesagt, das ist doch dem sein gutes Recht zu sagen, er kann mit Schwulen nichts anfangen. Was ist denn daran schwulenfeindlich? Ich habe 100 schwule Freunde, die sagen, ich kann mit Frauen nichts anfangen. Ja? Also was bitte ist daran schwul? Und ist das nicht bei uns im Lande mittlerweile genau diese Kultur, dass wir uns dann da draufsetzen? Was hat der Mann gesagt? Er kann mit Schwulen nichts anfangen. Ich konnte mit ihm auch nichts anfangen, weil er ist nicht besonders hübsch. Also ich glaube im Prinzip, ich sage es jetzt mal ganz, ganz blöd, ist an dieser Aussage nicht unbedingt irgendetwas falsch. Aber ich finde, es kommt darauf an, wie man das eben dann auch lebt. Also wenn er hingeht und sagt, ich will jetzt aber keinen schwulen Torwart trainieren, dann ist es falsch. Genau. Hat er dann aber nicht gesagt. Beschissen. Der Bernd, ne? Und ich haben darüber oft gestritten, weil ich... Wir streiten eigentlich nur. Wir haben da nie ein vernünftiges Gespräch. Ich kann mich an kein vernünftiges Gespräch mit dir erinnern. Ja. Danke, dass wir das trotzdem zusammen machen dürfen. Ja, ich danke dir auch sehr. Ich hätte den Torwarttrainer auch rausgeschmissen. Ja. Einfach aus Sorge davor, dass dieser Mensch den ersten Torwart, den er sieht, fragt, bist du eigentlich schwul? Und als nächstes muss ich davon ausgehen, wenn er sagt, ich kann mit schwul nichts ausgehen, dann ist das auch ein Teil von einem Weltbild. Dann weiß das ich nicht, interpretierst du alles gerade rein. Ja, klar. Ja, so. Und aufgrund dessen urteilst du. Ich interpretiere gar nichts rein. Ich interpretiere, dass der mit Schwulen nichts anfangen kann und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit keinem anderen Mann ins Bett geht. Damit machst du es dir zu einfach. Ja, nein, das ist seine Aussage. Ich finde, das ist genau diese Verbotskultur, die permanent immer mehr Dinge reininterpretiert, als gesagt wird. Okay, ich glaube, unsere Zuschauer haben verstanden, dass wir in diesem Punkt uneinig sind. Möchtest du noch was sagen, Katharina? Naja, also dieser Mann hat... Also, wie gesagt, das kann seine Meinung sein, aber das finde ich, gibt auch so ein bisschen das Bild wieder, was dieser Mann von Menschen hat, so ein bisschen. Richtig. Der weiß, es ist scheißegal, ob der schwul ist oder wer schwul ist. Das ist eigentlich total wurscht, es ist ein Mensch. Ja, aber es geht doch darum, willst du eine Gesellschaft, wo du permanent diese Dinge bewertest, dann auch ausschweifst, wie das der Georg gerade getan hat, reininterpretierst und dann... Und darum kommt es mir an, am Ende ein Urteil fällst. Und dieses Urteil soll dafür sorgen, dass jemand seinen Arbeitsplatz verliert, dass jemand sein Buch nicht verlegen darf, dass jemand in der Messehalle nicht auftreten darf. All diese Dinge. Oder die Sängerin in Wiesbaden, die russische Sängerin, die sich angeblich nicht genug von Putin distanziert hat, obwohl sie Russin ist und alle sich aufregen, dass die da in der Oper singt. Ist das eine Gesellschaft, wo du sagst, jawohl, das ist mein Zukunftsmodell für eine Gesellschaft? Also, jein. Also, ich finde, erstmal ist jeder Mensch Mensch und es ist scheißegal, wo er hingehört. Aber wenn er sich benimmt wie ein Arschloch, dann dürfen wir trotzdem entscheiden, ob er hier in der Stadt Frankfurt gern gesehen ist oder nicht. Oder bei mir zu Hause oder was weiß ich wo. Und wenn wir sagen, das ist einfach nicht das Bild, was wir nach außen wiedergeben wollen, oder wir wollen einfach diesen rechten Menschen nicht die Bühne bieten, dann finde ich das total in Ordnung. Katharina, lass mich kurz einen Satz einwerfen. Okay, wir sind gar nicht so weit auseinander, aber es gibt ganz viele Menschen in der Stadt, die finden, dass dein Parteikollege Nico Wendemann sich wie ein Arschloch verhält. Haben die deswegen ein Recht zu sagen, was der sagen darf und was der nicht sagen darf? Die dürfen sagen, dass der ein Arschloch ist. Genau, die dürfen sagen, dass der ein Arschloch ist. So wie du sagen darfst, der das rechte Buch schreibt, der ist auch ein Arschloch. Das ist alles abgedeckt. Aber es soll doch niemand hergehen und soll sich anmaßen zu sagen, Wendemann ist ein Arschloch und deswegen darf er das und das nehmen. Nein, der darf bis an sein Lebensende ein Arschloch bleiben.
Ja, aber der Wehnemann gibt ja jetzt auch keine menschenverachtenden Unsinn von sich. Nein, aber du hast das Beispiel das Arschloch. Nein, ich habe nur das Arschloch aufgegriffen. Du hast gesagt, wenn jemand Arschloch ist. Und da fing bei dir schon, die Verbotserotik an. Also zu sagen, da könnte man doch auch mal über ein Verbot nachdenken, wenn jemand Arschloch ist. Ich tue mich einfach damit schwer und ich will einfach nur wissen, für was für ein Weltbild unsere zukünftige Oberbürgermeisterin steht. Diesen Torwarttrainer, den hat auch niemand gezwungen, geistigen Dünnschiss von sich zu geben, gell? Das hat er schon freiwillig getan. Und aber es hat dich auch niemand gezwungen zu beurteilen, was geistiger Dünnschiss ist und was nicht. Anders als du, Bernd Reise, kenne ich mich beim Fußball aus. Ja. Und bin deshalb Fan von einem richtigen Verein und kann deshalb sagen, bei Eintracht Frankfurt möchte ich so einen Torwarttrainer nicht haben. Gut. Aber dieser Hund eigentlich, greift er jetzt an oder wie geht das denn? Immer wenn jemand mich angreift, greift der Hund an. Ja, aber warum greift er dann sie an und nicht mich? Okay. Nein, sie hat, hat er gemocht. Wollen wir weitermachen oder willst du noch bohren? Nee, bei mir ist alles gut. Bei dir ist schon alles blendend, gut. Okay, gut. Gut. Die Klassiker, Klimaschutz. Wann wird Frankfurt klimaneutral? Ja, so schnell wie möglich. 2035? Schneller. 2030? Ja. Was heißt das für den Manova? Ja, 2030 sollten wir klimaneutral werden. Was heißt das für Tiefgaragen? Mehr? Ja. Mehr. Was heißt das für deine Verkehrspolitik? Ja. Weniger. Berliner Straße? Weiß breiter ich nicht. Fahrradspur, breit, ach so, schmal. Ich bin noch nicht so lange in Frankfurt. Ich weiß nie so, genau, welche Straße welche ist. Gut, Berliner Straße ist so hinter der Paulskirche so ein bisschen, gell? So. Ach so. Ja. Du hast so einen Tunnel, ne? So, wenn du da rauskommst, dann kommst du auf die Berliner Straße. Gehört es nicht zur innenfreien Autostadt? Also, dass wir einfach alles platt machen? Ja, forderst du eine? Klar. Schon. Wir brauchen einfach viel mehr Parkplätze, also die innenfreie Autostadt, komplett betoniert. Okay. Alles voll mit Parkplätzen. Okay. Und von dort kommt man dann mit den Öffentlichen weiter. Okay. Und wie viel können die kosten? Die Öffentlichen? Ja, klar. Nicht so viel. 3,40? Nee. Weniger? Mhm. Und Zeitkarten werden subventioniert oder Einzelfahrttickets? Alles wird subventioniert. Okay. Ist Uwe Becker anderer Meinung, aber okay. Wohnungsbau? Finde ich gut. Auf der grünen Wiese? Auch. Jetzt aber scheiße mit Klimaschutz jetzt. Das ist Wohnungsbau. Ja, aber Wohnungen sind doch erstmal gut. Und die kann man auch klimaneutraler bauen. Und wie? Solarpaneele. Du hättest Passivhaus sagen müssen. Ach stimmt, da bloß ist alles nicht dabei. Ne? Bloß nicht, da gehe ich hoch wie ein Lotschen, wenn du das in den Mund nimmst. Wieso, wo ist dein Problem mit Passivhaus jetzt? Das erkläre ich dir am Donnerstag. Um Gottes Willen. Nee, alles gut. Okay. Bleibt doch die Frage nach dem Wahlziel. Mhm. Der 5. März, was ist drin für Professor Dr. Bempel? Also ich nehme an, 100% unserer Wähler werden die Partei wählen. Ich dachte, du wärst mir so sicher, dass du Apfelwein sagst, wenn ich frage, was ist drin. Ich kann dir keinen Elfmeter auflegen. Ich kann nicht immer nur das sagen, was man von mir erwartet. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Das solltest du bis an dein Lebensende beibehalten. Danke. Jetzt nochmal ernst gefragt, wenn man so eine Kandidatur macht, man will ja immer gewinnen. Und ich weiß, du wirst gewinnen, aber realistischerweise ist es ja auch ein gewissen Aufwand, den du machst. Macht man den als Spaßpartei nur wegen des Spaßes oder hat man im Hintergrund trotzdem den Gedanken, vielleicht das eine oder andere auch innerlich transportieren zu können? Auch. Also ich betreibe erstmal gar nicht selber den ganzen Aufwand. Also wir sind ein komplettes Pressesprecher-Team. Und also, die Hauptarbeit macht der Bembel, der da neben dir steht. Richtig. Ich sitze heute nur hier, weil Frau Professor Dr. Bembel öffentlich etwas wortkarg ist. Die aber seit einer halben Stunde schon erstickt ist, weil ihr die Karten oben drauf gelegt habt und sie nicht mehr atmen kann. Ja, das ist ja nicht ihr Atmungsloch. Also jetzt wird es für mich journalistisch interessant. Wo bitte ist denn da das Atmungsloch sonst, wenn es nicht oben ist? Naja, Ton ist ja an sich, glaube ich, sehr atmungsaktiv. Also Frau Professor Dr. Bembel ist nicht auf das Loch angewiesen. Okay.
Okay. Sie ist noch da. Du wolltest noch nach dem Stadtparlament fragen. Nee, ich bin jetzt komplett sprachlos. Okay, pass auf. Über die Atemtechnik. Nee, wir wollten fragen, wenn du verlierst, trittst du bei der Kommunalwahl an? Auf der Liste vom... Nico, ich stehe auf der Liste, gell? Oder? Es gibt noch gar keine Liste. Oder? Ach ja, nee, dann nicht. Aber wollte okay, aber ich, irgendwo wollte ja so, ich drauf, ich mache alles. Genau, du müsstest also, ja so unter die ersten drei kommen. Ja, schaffe ich, oder? Die Frage ist, ob du es willst. Klar, ich, wie schon also gesagt. Du sagst jetzt kennt man mich ja auch. Ne? Du hast also jetzt gesagt, jetzt mit dem wahnsinnigen Erfolg bei der Oberbürgermeisterwahl, ist das eine Legitimation für dich, auf einen guten Listenplatz zu kommen bei der nächsten Kommunalwahl? Ja, da bestehe ich drauf, auf jeden Fall. Also kann man sagen, du kandidierst nur, damit du dann beim nächsten Mal ins Stadtparlament einziehst und genauso wie viele andere eine hohe Aufwandsentschädigung kassierst? Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Stimmt doch gar nicht. Du hast da nicht drüber nachgedacht, wie hoch die Aufwandsentschädigung ist? Alle bei euch in der Partei sind dort nur wegen der Aufwandsentschädigung. Naja, es ist... Also. Wahrscheinlich ist es mehr als im Kreistag in Offenbach. Absolut, und zwar mit Recht. Und... Ja gut, also sagen wir mal ganz blöd, also jetzt gehen wir mal aus der Satire wieder raus. Also Kommunalpolitik ist tatsächlich das einfachste Mittel, um seine Umgebung irgendwie oder zumindest die Chance zu haben, seine Umgebung irgendwie mitzugestalten. Darauf hättest du Bock? Natürlich. Im Stadtparlament oder im Ortsrat 5? Ja. Cool. Ja, wie gesagt, das ist das einfachste Mittel, deine Umgebung mitzugestalten und die Sachen vielleicht für alle irgendwie besser zu machen oder zumindest ein bisschen... Cooler. Das wäre ja auch eine Bereicherung für Frankfurt, wenn von der Partei jemand mal da wäre, der kommunalpolitisch mitgestalten wollte. Ja. Bist du koalitionsfähig? Bestimmt. Okay. Kompromissfähig, hast du gefragt? Koalitionsfähig. Ach, koalitionsfähig. Du musst ja auch immer denken, ich meine, das ist ja, da sind ja auch kleinere Parteien sehr entscheidend und 3 bis 4 Sitze. Frag mal bei Volt nach. Wie hat Wolf? 4. 4? Okay, also strengt euch an, vielleicht braucht euch irgendjemand zur Mehrheitsbeschaffung, weil mittlerweile ist das ja so, zumindest in den kommunalen Parlamenten wird es ja eng, mit 3 Parteien geht es schon nicht mehr. Also ihr habt eine gute Chance, viel zu erreichen und benehmen. Und das mit den Haribos da, das kommt auch bei den meisten Koalitionen. Das ist sehr gut. Das ist ein Valentinstagsgeschenk, das sind Herzchen. Ja. Aber es gab nur einmal Herzchen, deshalb sind hier Erdbeeren. Die sehen so ähnlich aus wie die Herzchen. Hast du was anderes bekommen? Ja, okay. Ihr müsst vielleicht mischen. Was hast du bekommen? Nee, ich behalte meins. Es gab nur noch einmal die Herzchen. Und ich teile auch nicht. Wir haben jetzt noch mal... die Hörer von Radio Frankfurt gefragt und haben gesagt, wollt ihr dieser tollen Frau mal eine Frage stellen? Und die haben sich folgende Frage ausgedacht. Das ist die Mädchen A. aus Bornheim fragt, Frankfurt hat ein großes Problem mit Sauberkeit. Wie kriegt die Stadt endlich die Unordnung in den Griff? Ja, vielleicht sollten die Frankfurter einfach aufhören, ihren Müll auf die Straße zu schmeißen. Also, das hat ja auch ein bisschen was mit Eigenverantwortung zu tun. Und ja. Weil du jetzt so betont hast, die Frankfurter, das läuft bei euch in Offenbach besser, mit dem Müll auf die Straße schmeißen, oder? Ich habe in Frankfurt einiges gesehen. In Offenbach, meine ich. Schlimmer, ja, oder? Also, besser als ich muss hier jetzt Ja sagen, weil ich jetzt in Frankfurt also, sitze. Schlimmer also Offenbach in Offenbach? Ist schlimmer, okay, ja. Alles klar. Gut. Dann haben wir noch eine Frage. Oh ja, die ist länger. Lang. Ja, da musst du dich konzentrieren. Pass auf, ich lese es dir auch vor. Also, das Ganze kommt von Daniela H. aus Bergen-Enkheim und die Frau, um das ein bisschen zusammenzufassen, arbeitet ehrenamtlich bei einer Tafel und sieht jeden Tag, wie viel Armut es in Frankfurt gibt. Sie sagt, ich habe das Gefühl, hier wird einfach nur zugesehen und nichts gemacht, maximales Gerede. Wir haben zu viel, zu wenig Lebensmittel zum Herausgehen. Die Schlange wird immer länger. Warum schaut die Politik hier weg? Wie kann sich in Sachen Armut etwas verbessern? Im Moment ist die Frankfurter Sozialversorgung ein Armutszeugnis. Ja gut, das ist wieder etwas, wo man sich hinsetzen muss. Ne? Also wo sich eben die Stadt Frankfurt hinsetzen muss und sagen muss, das ist auch etwas, was mir auf den Keks geht. Und, geht aber doch um Geld, oder? Ja, dann ist das vielleicht ein Thema, wo man ein bisschen mehr Geld reinstecken müsste als in anderes. Okay. Also gerade irgendwie wie Tafeln und so Sachen, Lebensmittel und Armut. Also ich habe tatsächlich selber mal hier in einem Kinderhaus gearbeitet in Sachsenhausen und da habe ich tatsächlich auch Kinderarmut gesehen. Also sowas gibt es hier. Und also da
wie gesagt, muss sich auch mal jemand auf den Arsch setzen und einfach was dafür tun. Und dann müssen wir ja gucken, wo kriegen wir diese Gelder her. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht so wirklich im Römer gesessen. Du hast ja dann auch eine Kamera, aber vom Prinzip her ist der Sozialsektor ja schon der stärkste finanziell ausgestattete Sektor. Die Frage ist jetzt, hast du zumindest Vorschläge, wie du mehr Personal, mehr Lebensmittel, auch mehr Stellen, bei denen die Menschen Essen abholen kann? Wie kannst du die schaffen? Das weiß ich jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß noch nicht genau, wie alles funktioniert. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie viel Geld es für irgendwas gibt. Pass auf, okay, dann sorry, ich gebe dir recht. Wir können von dir jetzt keine Einzelproblemlösung erwarten, aber gibst du denn Daniela H. aus Bang Income überhaupt erstmal recht? Klar. Okay, und du hast eben in deinem Statement gesagt, dann müssen wir halt an anderer Stelle das Geld einsparen. Was sind denn die anderen Stellen, wo du sagst, da geben wir als Stadt zu viel Geld aus, da müssen wir einsparen? Ja, da müsste ich halt erstmal den Haushalt sehen, ne? Also. Ach so. Weiß ich noch nicht. Aber es gibt bestimmt irgendwelche Stellen, wo man noch was machen kann. Also noch nichts Konkretes, du hast das einfach mal so jetzt gesagt, da müssen wir an andere Stelle einsparen. Aber das ist keine konkreten Vorstellungen, wo du sagst, da und da sparen wir. Nee, noch nicht. Wie gesagt, dafür müsste ich vielleicht ein paar Unterlagen sehen und mit Menschen sprechen. Okay. Weil also, was mir bis jetzt aufgefallen ist, und das können wir ja dann quasi mit dieser Frage dann noch abschließen, du hast auch so eine Eigenschaft, die viele Politiker haben. Du hast bis jetzt den gesamten Talk bis jetzt erzählt, wo wir Geld ausgeben. Du hast mir nur einmal erzählt, wo wir Geld einsparen und wo wir Geld einnehmen. Weil alles, was wir ausgeben, müssen wir irgendwie vorher auch einnehmen. Aber das machen wir dann, wenn du Oberbürgermeisterin bist, komme ich in dein Büro vorbei und erkläre dir das mal in Ruhe, wie das geht. Fürchterlich gerne. Fürchterlich gerne. Ich meine, ich muss da das ja noch lernen. Da wartet sie nur drauf, dass du vorbeikommst. Das glaube ich. Ich habe ja noch so viel zu lernen. Ich bin noch nicht OB. Aber ich bin mir mein ganzes Leben überall ungefragt hingegangen. Dann haben wir noch eine dritte Frage. Dritte Frage ist meine Frage. Ja. Iris A. Viele Bäume wurden im Fechname Wald, gefällt. Plant die Stadt an anderer Stelle aufzuforsten? Ich finde, also Iris findet, jeder Baum, der in Frankfurt wegkommt, muss an anderer Stelle wieder hin. Ja, finde ich gut. Okay. Also das ist schon mal keine schlechte Meinung hast von du Frau Iris A. Hast du einen Vorschlag für an welcher Stelle? Ja, vielleicht auf unserem Parkplatz. Wie, auf welchem? Auf deinem privaten? Oder nee, was? Hier innenfreie Autostadt. Innenfreie Autostadt. Genau. Wolltest du vorhin nicht noch alles zubetonieren? Überall Parkplätze hin? Ja, aber die müssen ja auch irgendwie begrenzt werden. Oder man muss ja auch sein Auto wiederfinden. Da kann man vielleicht so, weiß ich nicht, hier ist ein Baum, da steht ein Schild dran mit einem großen A und dann ist das halt also die Parkfläche A. Also Bäume dienen für dich, damit Autofahrer ihre Autos wiederfinden? Auch. Auch. Auch Bäume sind auch so nützlich. Ja, klar. Ich meine, es gibt bestimmt viele Stellen, wo man die hinstellen quasi kann. Es als gibt auch noch ein paar Grünflächen. Zum Beispiel. Der Baum als Parkleitsystem. Zum Beispiel. Also ich denke, es wird schon irgendwo ein Plätzchen finden, wo man so einen Baum hinstellen kann. Also bei den SUVs die Eichen, umgekehrt. Bei den Eichen die SUVs, ja. Bei den kleinen da die Smarts. Ja, wo die Leute parken, kann ich ihnen ja nicht vorschreiben. Du willst alles in dieser Stadt vorschreiben, aber jetzt willst du das Parken offen lassen. Das ist eine interessante Geschichte. Da finde ich jetzt auf einmal die Toleranz, die du da an den Tag legst, doch sehr bewundernswert. Ja, bis hierhin war es schon mal ganz spannend. Für mich war es, aber das mag an meinem hohen Alter liegen, auch teilweise ein bisschen verwirrend. Aber wir haben jetzt eine Rubrik, da hast du die Möglichkeit, den Menschen heute schon mal zu zeigen, dass du die Oberbürgermeisterin bist, die den Menschen mehr gibt, als sie von ihnen nimmt. Aha. Du hast jetzt die Chance, wir stellen dir 6 Fragen und deswegen haben wir wegen 6 Fragen dieses Spiel auch Sixpack genannt. Ursprünglich haben die Leute gedacht, wegen unserer beider Figuren, also die von Georg und mir, würde das Sixpack heißen. Nein, das heißt Sixpack, weil wir jetzt den Witz hast du gestern mit dem Florian nicht gemacht. Nein, den habe ich mir heute Nacht ausgedacht für Annette. Ich arbeite an meinen Gags. Wir haben hier ganz viele Bindingflaschen und wir haben auch ein Sixpack. Und für jede richtige Antwort, die du jetzt kriegst in diesem Rätsel, in diesem Quiz, bekommen die Zuschauer ein Bier, also bis zu 6, von 0 bis zu 6. Und jetzt liegt es an dir, dir die Leute willig zu gewinnen, indem du diese Fragen beantwortest. Weil ich kann dir sagen, wenn der Bürger was bekommt, wird er dich lieben. So, und das geht los mit der ersten Frage.
So, wir bitten natürlich um absolute Ruhe im Publikum. Absolut, nochmal kurz kennen angesagt, Sie? Vorsagen ist sofort Abbruch der Frage. Nee, ich würde sagen, wer vorsagt, muss das Bier bezahlen, was die anderen dann kriegen. Wenn das juristisch durchsetzbar ist, können wir das auch so machen. Die ganze Show ist nicht juristisch durchsetzbar. Ja. Gut, also es geht um den Hauptbahnhof, du hast das gesehen, eine Statue, welches Titans aus der griechischen Mythologie ziert das Dach des Frankfurter Hauptbahnhofs? Wir haben 4 Antwortmöglichkeiten. Atlas, Prometheus, Kronos oder Hyperion? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig hingeschaut habe, aber ich glaube, er trägt was. Und dann müsste es der Atlas sein. Soll ich Atlas einlocken? Ist es der mit der Kugel? Locken wir ein, komm. Atlas, soll ich einlocken? Ja, bitte, bitte. Dann locken wir ein und schauen, ob es richtig ist. Jawohl, Atlas ist super. Richtig. Das erste Bier. Das erste Bier für die Wählergemeinschaft. Läuft schon mal sehr, sehr gut. Eine der größten Berühmtheiten, die in Frankfurt geboren ist, ist Johann Wolfgang Goethe. Wie lautet die Adresse seines Geburtshauses, des heutigen Goethehauses? Ist es die Weißadlergasse 12, die Kaiserstraße 18, der Große Hirschgraben 23 oder die Münzgasse 29? Ja. Dann du Tipp. Kannst immer noch raten. Ach, ja. Ach so. Ja. Hui. Gibt es in der Kaiserstraße... Na, die nehme ich raus. Also die nimmst du schon mal okay, raus. Siehst du, jetzt das ist haben wir Joker oder sowas? Nö. 50-50? Nee. Publikumsjoker? Du hast ja schon... Die können auch was tun für ihr Bier, du hast doch schon oder? 1-3. Du hast doch die Kaiserstraße schon mal rausgenommen. Okay. So. Wir wollen auch nicht zu viel helfen. Wir wollen ja fair sein. Weil die nächste Frage ist auch leicht. Also ja. Deshalb, ja. Das sagt ihr. So, komm, hau raus. Okay, ich nehme... die Weißadlergasse. Das klingt nach Frankfurt. Weißadlergasse. Locken wir ein. Und ist leider falsch, das ist der große Hirschgraben 23. Sorry, bleibt bei einem Bier, aber... So, hier ist die nächste und die ist relativ. Also, welches Gebirge, Mittelgebirge, liegt nordwestlich von Frankfurt? Alpen, Rhön, Spessart oder Taunus? Ja, das ist mir jetzt sehr peinlich, weil sowas wusste ich immer nur in der Schule, wenn ich es wissen musste. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Druck hier. Ja, wahrscheinlich. Ich bin sehr nervös gerade. Wo liegen die Alpen? Du sollst nicht so viel helfen. Ja gut, das kriege ich wohl noch hin. Publikum, die wollen auch, die sollen auch mal wiederkommen. Ich gebe dir mal so für deine Nervennahrung. Ja. Darfst mal einen von meinen essen. Vielleicht fällst dir dann ein. Ich schenke dir einen. Also wo liegen die Alpen? Einen. Die, ja. Nicht so tief da reingreifen. Also die Alpen sind so ein bisschen weiter nördlich. So. Herr Leppert, ich muss Sie leider zur Ordnung rufen. Aus der Rhön kommt die Kandidatin der Grünen. Aha. Das ist schon zu viel Hilfe jetzt. Ich muss leider hier einschreiben. Okay. Ich nehme den Taunus. Den Taunus? Den Taunus, okay. Der Taunus, das Achtung, wir locken den Taunus ein. Aber Der Taunus ist richtig. Der ist nicht so weit weg, das weiß ich. Und auf den Spessart konnte ich früher mal drauf gucken. Also, ein zweites Bier. Herr Leppert, ich muss Sie noch mal zur Ordnung rufen. Wir müssen neutral sein. Und die Fragen müssen ordentlich beantwortet werden. Du rufst gerne zur Ordnung, gell? Sehr gerne. Okay. Ich wäre der ideale Stadtverordnetenvorsteher. Ich würde permanent zur Ordnung rufen. Super. Welche Stadt wurde 1966 Partnerstadt von Frankfurt am Main? Da gebe ich zu, die wusste ich auch nicht. Die ist schwer, die Frage. Philadelphia, Lyon, Birmingham oder Mailand? Darf ich was sagen? Nein. Ich hätte sonst gesagt, bei Philadelphia war ich dabei, als die Urkunde unterzeichnet wurde. Es ist wunderschön, aber du missachtest unsere eigenen Spielregeln. Entschuldigung. Ich sage Mailand, aber irgendwas mit Börse. Mailand mit Börse, dann locken wir Mailand ein. Ah. Ist leider falsch, Birmingham. Wieder was gelernt. Okay, ich bin verpflichtet, jetzt einfach vorzulesen. Wer wurde 1880 Oberbürgermeister von Frankfurt am Main? Erstens Johannes Miquel, zweitens Franzer Dickes, drittens Andreas von Schöler, viertens Friedrich Krebs. Auch da muss ich fairnesshalber sagen, wusste ich auch nicht. Von daher ist es keine Schande, eine falsche Antwort abzugeben. Dann nehme ich die Nummer 1. Die Nummer 1? Nummer 1.
Dann loggen wir die ein. Loggen wir ein. Und es ist Johannes Miquel. Hurra. Nachdem die berühmte Miquel-Allee. Das war mein Gedanke. Die könntest du umbenennen, wenn du Oberbürgermeisterin wirst. Aber das ist eine andere Debatte. So, jetzt kommt noch eine einfache Frage. Die wusste sogar ich. Die vorherrschende Windrichtung in Frankfurt am Main ist Ost, West, Nord oder Süd? Ich glaube auch. Also ich wusste nicht. Die wusste ich. Warum? Das kann ich dir gleich erklären, aber wenn ich es jetzt... Wieso nicht jetzt? Ist bestimmt schöner ist der, Schwank. Ist der Gag weg. Dann nehme ich den Osten. Den Osten, der ist fast richtig. Das ist der Westen. Und ich wusste es deswegen, weil ich in den westlichen Stadtteilen geboren und aufgewachsen bin. Und da haben wir immer gesagt, wir schicken den Frankfurter den Wind. Daher kommt mein Fachwissen in dieser Frage. ja, das waren die Fragen. Wie viele Biere haben wir? Drei haben wir, oder? Nee, ich glaube, es waren zwei, oder? Nee, drei. Mithril, Taunus und das erste Ding da. Tatsächlich. Okay, dann waren es drei. Drei. Ein nicht so schlechtes Ergebnis. Bitte Applaus für die Kandidatin. Als Offenbacherin. So, ich hatte es ja angekündigt, wir sind jetzt fast schon am Ende. Wir machen jetzt noch mal den TED. Wir schauen noch mal, ob die Leute dir das verzeihen, dass sie nur drei Biere bekommen haben. Wie die Leute dich sehen und gehen jetzt wieder auf den QR-Code und stimmen ab. Oh, man sieht, halt, da war eben schon mal ein Ergebnis. Hier kann man noch mit abstimmen. Das schwankt immer ein bisschen. Immerhin 46% sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber genauso viele, die sagen, nee. Also das hält sich in der Waage. Jetzt geht Nein ein bisschen runter. Wir werden das am Abend noch verfolgen. Die Abstimmung geht noch ein bisschen. Ist das ein Ergebnis, mit dem du leben kannst? 53% sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Klar. Wärst du zufrieden, wenn am Abend, am 5. März 53% unter deinem Balken stehen würden? Ich denke schon. Ich glaub, wie das wahrscheinlich mehr als hältst genug du es, dass an diesem Abend 53% unter deinem Balken stehen? Sehr. 100% sehr wahrscheinlich. Mindestens, ja. Und du wärst nicht unzufrieden, das wäre dir nicht zu wenig. Nein, das wäre schon in Ordnung. Okay, das ist eigentlich ein wunderschönes Abschlusswort, das ich dann auch an diesen Herrn übergebe. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Katharina Tantzus, Professor Dr. Bembel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an das SRE-Institut für die Gastfreundschaft, unsere Partner Radio Frankfurt, die senden Teile des Interviews Rhein-Main-TV. Da läuft das Ganze am Donnerstag, 16. Februar um 20.15 Uhr. Und vielen Dank an Sie, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie haben Professor Dr. Bembel in diesen Abend gebracht mit Abstimmung und haben ihn nicht im Stich gelassen. Vielen Dank. Ich danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können wir uns wiedersehen am nächsten Donnerstag. Donnerstag hier der 16. Wieder hier im SAE Campus, dann mit Dr. Manuela Rottmann von den Grünen und am 17. einen Tag darauf geht es mit Mike Josef von der SPD weiter. Hier im SAE Campus, wir würden uns freuen, wenn Sie wieder zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich diese Folge anschauen würden, sie in Ihren sozialen Netzwerken liken, teilen und kommentieren würden. Vielfalt ist angesagt, Offenheit ist angesagt, jede Meinung ist uns gerne erwünscht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für Sie, dass Sie alle da waren. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön.